Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich hatte es schon angekündigt, heute das Video, was ihr vorbereiten müsst oder könnt für Season 2. Season 1 neigt sich langsam dem Ende zu. Noch gut 3 Wochen. Season 1, 24 Tage, wo ich das Video aufnehme, wird wahrscheinlich morgen für euch kommen, also Sonntag. Dann sind es noch 23 Tage. Und da sollte man sich gerade für die neuen Spieler, die vielleicht noch gar keine Season gespielt haben und jetzt mal in die nächste Season reinschauen wollen, sich Gedanken machen, was ihr jetzt schon für Season 2 vorbereiten könnt, damit Season 2 direkt durchgestartet werden kann. Dazu auch nochmal die Info, was nach Season 1 passiert. Nach Season 1 werden alle Charakter, die ihr in Season 1 erstellt habt und gespielt habt, das sind alle Charakter, die so ein Blatt neben unter dem Namen haben, das werden bei mir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute, die werden dann rübergezogen in Ewig, da wo die beiden gerade sind. Dann steht dort Ewig, die Herzen sind weg und ihr könnt diese Charakter nur noch in Ewig benutzen und dann einen neuen Charakter erstellen für die neue Season. Deswegen ganz wichtig, schaut, dass ihr, wie jetzt gerade bei mir, die besetzten Plätze mindestens einen Platz frei macht, damit ihr in der neuen Season einen Charakter erstellen könnt. Vielleicht einen Season-Charakter löschen oder irgendeinen Charakter, den ihr doppelt habt oder den nicht mehr spielt oder so. Macht hier auf jeden Fall einen Platz frei, damit ihr einen neuen Charakter erstellen könnt. Außerdem werden dann auch der Battle Pass hier komplett weg sein und die saisonalen Segen, Saisonreise wird alles weg sein. Deswegen jetzt nochmal ganz genau schauen, welche Sachen euch hier noch fehlen. Wenn ihr da noch 1, 2, 3, 4 Stufen noch nicht durch habt, dann holt euch die auf jeden Fall noch ab. Wenn ihr denn die Ultimate Edition hattet, dann hattet ihr den Battle Pass ja sowieso schon frei. Ansonsten an alle Free-to-Play, will ich es mal nennen, Spieler, schaut, was ihr hier noch kostenlos euch abholen könnt. Schaut hier nochmal in die Saisonreise, was ihr euch abholen könnt. Vergesst das auf jeden Fall nicht, wird nach der Season nicht mehr möglich sein. Außerdem nochmal ein ganz kurzer Recap, wenn die Charakter von Season 1 in den ewigen Realm kommen, dann werden alle eure Items aus der Box in eure ewige Box auch transferiert. Und dort habt ihr dann insgesamt 2 Wochen Zeit, die aus diesem linken Stack rauszuholen. Ganz links habt ihr immer, wenn ihr Sachen nicht einsammelt, Legis sich einsammelt, dann kommt nochmal so ein extra Stack. Der wird dann gut gefüllt sein. Deswegen schaut, dass ihr da alles rausholt, alles in die Beutetruhe packt und da hier schon mal in der Truhe klar Schiff macht, dass ihr da nichts, dass ihr hier nichts verloren geht. So, jetzt aber mal dazu, was ihr für Season 2 schon vorbereiten könnt, wenn ihr noch keinen Season Character gemacht habt. Und da gibt es eigentlich nur eine Sache, die ganz wichtig ist. Und das ist, dass ihr alle Wegpunkte freischaltet, alle Stützpunkte macht, alle Nebenmissionen macht, alle Lilith-Statuen einsammelt und die gesamte Karte freischaltet, weil das wird seit den letzten Updates übernommen und mit Season 2 werden auch die Nebenmissionen, alle Dungeons, alle Aspekte, alle Kodexe der Macht übernommen. Das heißt, das ganze Ansehenssystem hier fällt quasi weg. Wenn ihr das einmal alles eingesammelt habt, dann müsst ihr das nicht nochmal machen. Und wenn ihr in Season 2 direkt komplett durchstarten wollt, dann macht es natürlich Sinn, euch vorher schon bereit zu machen. Holt euch die ganzen Ansehenspunkte hier in jedem Gebiet. Ihr müsst auch nicht alles machen. Macht, dass ihr bis zur 5. Stufe seid, damit ihr direkt die 4 Paragon-Punkte habt. Und euch die Gold- und Bonuserfahrung abholen könnt, wenn ihr den neuen Charakter in der Season startet. Und hier komplett durch seid. Das heißt, meine Empfehlung, auf jeden Fall die Wegpunkte, die geben viel Ansehen. Die Stützpunkte geben jeweils 100, würde ich auf jeden Fall auch machen. Und alle Altäre von Lilith, weil die geben nicht nur 10 Ansehen, sondern geben auch fixe Stats zu Stärke und so weiter, geben maximale Obolusse und auch Paragon-Punkte. Deswegen auf jeden Fall als allerwichtigstes erstmal entdeckte Gebiete hier machen, dann die Altäre von Lilith und dann schauen, dass ihr die Wegpunkte und Stützpunkte habt und dann den Rest hier mit Nebendungeons auffüllen. Ich würde an eurer Stelle keine Nebenquests machen, die sind relativ boring, geben keine guten Belohnungen, zumindest keine Belohnungen, die euch helfen für Season 2. Deswegen auf jeden Fall die Dungeons für die Kodexe, Lilith, entdeckte Gebiete, Wegpunkte, Stützpunkte und Nebenmissionen würde ich außen vor lassen. Außerdem könnt ihr euch schon mal Gedanken machen, welchen Charakter ihr in Season 2 spielen wollt. Man weiß ja schon in etwa, was in Season 2 vorkommt. Wir werden Uber
Target Farming machen können. Das heißt, sucht euch vielleicht eine Klasse aus, wo ihr ein bestimmtes Uber haben wollt. Wie zum Beispiel den Barbaren, der ja den Großvater haben kann. Schaut schon mal, welche Klasse euch am meisten Spaß macht, um direkt in Season 2 reinzustarten. Aktuell ist jede Charakterklasse ungefähr gleich stark. Ein paar sind stärker, ein paar sind schwächer, aber allgemein sind alle Klassen spielbar. Schaut auf jeden Fall, was euch am besten gefällt. Demnächst wird es nochmal einen krassen Entwickler-Talk geben. 4 Stunden soll der gehen zur neuen Season 2, was alles ganz genau auf uns zukommt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Follow da. Ich werde dazu nochmal zusammengefasst dann alles euch sagen, was dazu kommt. Diablo 4 ist ja aktuell relativ tot, sage ich mal. Auf Twitch kommen die nicht mal auf über 700 Zuschauer. Season 2 wird ganz doll gebraucht und dann hoffen wir natürlich alle, dass für Season 3, das wird ja die erste Season sein, die nach Erscheinen des Spieles entwickelt wurde mit unserer Community, mit den Community-Inhalten. Deswegen Season 3 wird dann nochmal ganz spannend. Wenn ihr da alles immer erfahren wollt und up to date bleiben wollt, lasst ein Follow da. Ich würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen. Sagt euch bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.